Zum traditionellen Silvester-Orgelkonzert kommen normalerweise sehr viele Menschen in die Thomaskirche. In diesem Jahr ist das anders. Es muss leider vor leeren Bänken stattfinden. Aber wir können dieses Konzert zu Ihnen, liebe Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber, nach Hause senden. Seien Sie alle herzlich willkommen. Das Programm beginnt mit französischer Orgelmusik von Eugène Gigoux. Sein eben erklungener Marsch religiös erinnert mich an eine feierliche Prozession in einer französischen Kathedrale. Das nächste Stück, Minuetto, hat ein Soloregister, die Klarinette. Danach erklingt die elegante Toccata in H-Moll. Diese Musik ist entstanden zur selben Zeit, als diese Orgel, die Sauerorgel, erbaut worden ist, Ende des 18. Jahrhunderts. Der zweite Teil des Konzertes ist Musik von Johann Sebastian Bach gewidmet. Ich spiele drüben an der Bachorgel von Gerald Wöhl auf der Nordempore. Das erste Stück hat Bach mit französischen Satzüberschriften und mit einem französischen Titel versehen, Pièce d'Orgue, was auf Deutsch Orgelstück heißt. Seine Pastorella in F-Dur ist für mich das schönste weihnachtliche Orgelwerk. Es darf in keinem Jahr in der Thomaskirche fehlen. In diesem Stück kommen natürlich auch die Orgelregister Zimbelstern und Vogelgeschrei zum Einsatz. Es folgen drei Choräle aus dem Orgelbüchlein, ergänzt durch Choralsätze, gesungen vom Kalmus-Ensemble. Der Text eines dieser Lieder lautet: Das alte Jahr vergangen ist. Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du uns in so großer Gefahr so gnädiglich behüt dies Jahr. Dieser Text aus dem 16. Jahrhundert hat Bach zu einer ganz ergreifenden Orgelkomposition inspiriert. Ich stelle mir vor, vielleicht hat Bach auf ein sehr leidvolles Jahr zurückgeblickt, als er diese Musik schrieb. Vielleicht geht Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das im Moment genauso. Das virtuose Finale des Konzerts bilden Toccata und Fuge in D-Moll. Von einigen Musikologen werden gelegentlich Echtheitszweifel an dieser Musik angemeldet. Ich bin mir aber ganz sicher, dass nur Johann Sebastian Bach der Komponist dieses genialen Werkes sein kann. Ich wünsche Ihnen und uns allen ein gesegnetes und ein gesundes neues Jahr 2021.
Thank you.